Wenn du wissen willst, wie man richtig Reverse Butterfly ausführt, dann bleib dran. Das ist die Reverse Butterfly Maschine. Die habe ich schon mal so weit vorbereitet, dass wir wirklich diese Übung ausführen können. Erstmal zu den Einstellungen. Wir müssen den Sitz so einstellen, dass wir, wenn wir uns hinsetzen und die Griffe packen, dass unsere Schulter und Hände auf derselben Höhe sind. Das ist genau die Einstellung. Wenn die Schultern weiter oben oder weiter unten sind, dann trainieren wir nicht wirklich, treffen wir den Muskel hier nicht richtig in den hinteren Delta, den wir treffen wollen, sondern vielleicht treffen wir etwas Lat oder sogar Trizeps. Also wenn wir wirklich die hintere Schulter treffen wollen, dann müssten wir den Sitz so einstellen. Das ist erstmal das Wichtige. Das heißt, wir haben den Sitz jetzt eingestellt. Was machen wir als nächstes? Falsch wäre auf jeden Fall, uns nicht hier anzulegen, sondern so die Bewegung auszuführen. Es wäre auch falsch, wie gesagt, also es wäre nicht ganz falsch, man würde halt einen anderen Muskel treffen, wenn man zu hoch oder zu runter, zu weit unten eingestellt hat. So, wir haben uns dann hingesetzt, alles passt, das Gewicht ist auch richtig. Was machen wir als nächstes? Wir müssen uns so hinsetzen, dass wir mit der Brust uns dagegen pressen. Währenddessen müssen wir unseren Po nach hinten schieben. Das heißt, wir haben hier ein leichtes Hohlkreuz und währenddessen wandern unsere Schulter auch leicht nach vorne. So, und jetzt können wir die Gewichte packen, also die Griffe. Die Schulter ist vorne, der Po ist hinten und jetzt geht's los. Wir bewegen langsam die Gewichte nach hinten, nicht zu weit hinter, sondern dass wir ungefähr einen Winkel von 75 Grad, sage ich immer, haben. Und dann bewegen wir wieder nach vorne. Lassen nicht ab, sondern lassen hier und bewegen wieder nach hinten, wieder nach vorne. So, das ist die ganze Kunst. Wie gesagt, die Schultern müssen nach vorne wandern, wenn sie weiter hinten ist. Also wenn wir mit so einer Haltung das bewegen, das heißt, wir treffen die hintere Delta nicht so richtig. Wenn die Schulter vorne ist, treffen wir sie richtig. So, nochmal von vorne. Sitz ist eingestellt. Wir setzen uns hin. Brust an die Lehne, der Po wandert nach hinten, wir haben ein leichtes Hohlkreuz, die Schulter wandert nach vorne und jetzt machen wir die Bewegung. Schön langsam. Das war jetzt leicht zu schnell. Langsam. Nicht ablassen, nicht zu weit hinter. Was noch wichtig ist, dass die Arme nicht ganz durchgestreckt sind, sondern leicht angewinkelt. Und wir lassen die Ellbogen nicht fallen. Die Ellbogen sind immer auf der Höhe der Schulter. Das ist ganz wichtig. Meiner Meinung nach ist diese Übung auch effektiver als vorgebeugte Fliegende mit Gutshanteln, weil wir hier nicht die ganze Zeit den Muskel unter Spannung haben. Wenn wir das ausführen, haben wir die ganze Zeit den Muskel unter Spannung bei dieser Übung. Deshalb, das ist ein Riesenvorteil von der Übung. Das war's. Das waren die wichtigen Punkte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal wieder vorbei und lasst mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.